Wir haben hier in dem Ökodorf Siebenlinden einen Biomaler aufgebaut und die Geschichte des Biomalers geht zurück auf die 70er Jahre. Der Forstwirt Jean Pin in den Pyrenäen hatte dafür zu sorgen, dass Waldbrände den Forstbestand nicht vernichten und hatte dadurch sehr viel Unterholzausschnitt und sehr viel Kompost zur Verfügung und hat sich dann auf den Weg gemacht über verschiedene Versuche mit diesem Kompost zu experimentieren. Sein Ansatz ist gewesen, fruchtbare Gärten zu haben und dieser fruchtbare Garten hat sehr gut funktioniert und in dem Zusammenhang ist er dann auch darauf gekommen, das ihm zur Verfügung stehende Kompostmaterial weiter zu verwerten und hat angefangen, mit einem Biomaler zu experimentieren. Hier im Ökodorf Siebenlinden wird der Biomaler ausschließlich mit Muskelkraft aufgebaut. Wir haben ja auch in anderen landwirtschaftlichen Umgebungen die Möglichkeit, über Radlader den Biomaler aufzubauen. Dieses ist jetzt hier ein ganz guter Beweis, dass eben auch die Muskelkraft ausreicht, um einen Biomaler von 60 bis 90 Kubikmeter Material aufzubauen. Und wir haben heute bis zum Mittag schon die Hälfte des Biomalers aufbauen können, sodass wir auch ganz zuversichtlich sind, bis heute Abend 18 Uhr den kompletten Biomaler stehen zu haben. Der Aufbau des Biomalers ist insofern sehr interessant, da es sich praktisch um eine ökologische und ökonomische und autonome Verfahrensweise handelt. Ökologisch im Sinne von Verwendung der heimischen Rohstoffe und auch der heimischen Arbeitskräfte und autonom eben durch die dezentrale Aufbaumöglichkeit. Der Biomaler an sich mit seiner Verwendung ist auch gleichzeitig ein soziales Ereignis, denn die Gruppenarbeit, die hier entstanden ist, die unterschiedlichen Personen, die sich hier an dem Biomaleraufbau beteiligen, in unterschiedlichen Arbeitsumfeld wiederzufinden, ist auch ganz interessant. Ganz automatisch bilden sich hier die Personen aus, die Säcke mit Material füllen, um später beim Abbau des Biomalers das PE-Rohr, was eingebaut wurde, einfacher bergen zu können. Dann haben sich die Menschen zusammengefunden, die Grüne und Biomasse eben in der Standfläche des Biomalers verteilen. Und wir haben eine dritte Arbeitsgruppe, die dafür gesorgt hat, dass die Wärmetauscher entstehen. Wir haben hier ein hölzernes Lattengerüst gewählt, um den Wärmetauscher und das PE-Rohr zu fixieren. Das ist dann so eine verlorene Schalung. Also wir bergen dann hier bei dem Abbau des Biomalers das PE-Rohr und das Lattengerüst, auf dem das fixiert war, sehen wir dann als verlorene Substanz an. Es wird also wahrscheinlich so sein, dass sowohl die Latten als auch das Sackband, was wir verwendet haben, um die Rohre zu fixieren, verrottet sein werden und das ist auch so gewollt. Der Biomaler zur Wärmegewinnung ist in unmittelbarer Nähe dieses Tunnelgewächshauses entstanden. In diesem Gewächshaus hier befinden wir uns an der Stelle, wo das Rohr aus dem Biomaler mit der Wärme hineinkommen wird. Hier an der linken Seite neben mir sieht man die Rohrverteilung, die dafür sorgen wird, dass also das Wasser aus dem Biomaler mit ungefähr 50 Grad Temperatur in den Boden übergeht. Wir haben hier eine ganz simple Steuerung, die die Wärmeabnahme aus dem Biomaler reguliert. Im Wesentlichen handelt es sich hier um eine Pumpe und wir haben auch an dieser Stelle sowohl ein Druckmesser als auch ein Temperaturmesser mit eingebaut und einen Wärmemengenzähler, denn wir möchten ja nicht nur die Wärme hier aus dem Biomaler entnehmen, sondern am Ende der Laufzeit des Biomalers auch wissen, wie viel Energie tatsächlich aus dem Biomaler in das Gewächshaus hineingeflossen ist, denn das ist für die zukünftige Benutzung des Biomalers auf dem Gelände und in dem landwirtschaftlichen Umfeld von starkem Interesse, dass man eben auch bei der Größe, die man aufgebaut hat, ein messbares Ergebnis der gewonnenen Energie hat.